Hello friends and welcome back to the best friends, Hunde und Katzen, in dem Fall nur Hunde. Und Leute, ihr habt mir gesagt, wie ich endlich rausgehen kann. Ich habe das nicht gecheckt, ne? Heinrich kommt heute nach draußen, Bruder. Und zwar hier unten. Ja, ich dachte, da geht's zurück ins Hauptmenü oder so, ja? Aber ihr habt gesagt, nee, Peggy, geh mal da unten, ja, da kannst du rausgehen. Vor die Tür heißt es. Und hier gibt's tatsächlich ein Leben außerhalb des Hauses. Heinrich, komm mit. Heinrich, komm sofort mit. Wie das nicht zusammenpasst, oder? Diese wunderschöne 2D-Zeichengrafik. Mit dieser komischen 3D-irgendwas. Editor. Hier haben wir ganz... Also das Spiel öffnet hier komplett neue Dimensionen für mich. Also Heinrich, der komische 3D-Hund sitzt da drüben. Was ist das? Tricks. Okay, alles klar. Tricks machen wir. Nun kannst du hier Sitz und Steh befehlen. Sitz und Steh. Das finde ich schön. So. Zeichne die Geste auf den Screen. Okay, ich zeichne die Geste auf den Screen. So, warte, ist jetzt was hier? Heinrich? Hoch. Warte. Hä? Hä? Ah, dann mach den Sitz. Und Steh. Heinrich, Steh. Ach, bist du gut. Und Sitz. Und Steh. Und Steh. Und Sitz. Oh, Heinrich, das macht Spaß. Gib laut. Freigeschaltet. Und das geht so. Gib laut. Gib laut. Gib laut. Gib laut. Und gib laut. Und laut. Oh, jetzt ist er. Platz freigeschaltet. Ach, das ist so gut, ey, was ich schon alles kann. Platz und gib laut. Achtung, Hunger. Oh, Heinrich hat Hunger. Oh, scheiße. Komm, kriegst du... Na, heute kriegst du mal Vitalfutter. Wir haben ja... Oh, shit, das kostet ja Geld. Ich habe ja nichts. Wir stehen sonst um die Aktien. Hygiene, naja. Geschick schon mal 4, Alter. Guck mal, er ist wieder auf 0, auf 4 rauf, ey. Der hat jetzt schon richtig hier... Wir gehen gleich wieder raus auf den Trainingsplatz. Na, Heinrich, schön die Fressluke vollballern. Und dann machen wir hier direkt weiter, Dickerchen. So, wir sind nämlich nochmal... Oh, hi. Hey, guys. Ich habe aus Versehen, habe ich runtergetappt und dann crasht natürlich das Spiel, wenn man auf den Desktop kommt. Ist ja klar, ne? Was sollte auch sonst passieren? So, hat er sich das jetzt gemerkt, dass er krass ist oder was? Oder? Ich habe mir jetzt die Uhrzeit nicht eingeprägt. Jetzt gucken wir mal. Na, 14 Uhr. Nee, er hat nichts gespeichert. Okay, alles klar. So, das heißt, wir fangen wieder konkret hier an und bringen wieder die konkreten Sachen bei. Weiter geht's. Komm, wir haben keine Zeit. Wir machen hier ein bisschen Speedrun. So, okay, Heinrich. Sitz. Und steh. Steh, Mann. Und sitz. Und steh. Muss ich klicken? Ja. Nee, muss ich gar nicht. Sitz. Sitz. Aber ich muss klicken. Und steh. Und gib laut. In 3, 2, 1. Genau. In 3, 2, 1. Sitz und gib laut. Ja, und nochmal. Gib laut. Ja, süß. Platz freigeschaltet. Was, wie sehe ich das? Ah, das ist ja süß, er macht Platz. Oh, Heinrich, du bist ja der Allerbeste. Kannst du auch laut geben, wenn du Platz machst? So, und jetzt Platz. Ah, und nochmal. Mach Männchen. Okay, Achtung, Achtung, Heinrich hat Hunger. So, wir haben ihm extravagant gegeben. Ah, nein, das ist ja arschteuer. Boah, aber dafür hat er schon voll gelernt, ne? Er hat schon 6. Komm mal hin jetzt, ja. Wir haben heute ist Trainingstag. Heute ist Workout Day, mein bester Heinrich, ja? So, wir müssen schnell zurück auf den Turnierplatz. Männchen wollen wir noch beibringen. So, okay. Tricks. Tricks bin ich dabei. Und steh. Mach Männchen. Heinrich, Männchen. Wie geht denn Männchen, Alter? Steh. Da steht ja schon. Aber Männchen ist da hier nicht dabei, oder? Mach Rolle ist noch nicht möglich. Okay. Aber Männchen. So, warte, das ist jetzt geblaut. Was haben wir hier? Hi, guys. Ihr werdet nicht raten, was gerade passiert ist. Ach ja. Hat es denn diesmal gespeichert? Boah, ich muss jetzt echt ein bisschen aufpassen. Man muss, also das Ding ist, hier, wenn ich am Bildschirm rangehe mit der Maus, ne, und sobald ich einen Millimeter rausgehe, dann geht die Maus auf den zweiten Monitor und wenn ich da dann hinklickere, dann tappt er runter und dann crasht das Spiel. Das ist sehr ärgerlich, deswegen müsste ich entweder die anderen Monitore deaktivieren oder halt ein bisschen aufpassen hier. So, wir machen Sitz.
So, Gepfot ist nicht möglich. Machmännchen ist gesperrt. Was ist denn Machmännchen? Hä? Ich wollte doch hier rein. So, das ist was? Was ist das? Machmännchen. Ah, Machmännchen ist so. Ah, okay, verstehe. So, okay, steh. Und sitz. Und steh. Komm schon. Und sitz. So, und jetzt hier kann ich jetzt so machen. Den hier. Waff. Und ref. Ja. Und ref. Und ref. Und ref. Und ref. Und Platz ist so zweimal nach unten. Das ist einfach. Ja, ja, ich so ein guter. So, und jetzt mach Bill. Mach geblaut. Oh, ref. Oh, Heinrich, du bist ja einer der zwei besten Anwesenden hier. Okay, es ist Hungertime. Heute kriegt er nur Vitalfutter. Ich hab's nicht so dicke, Leute. Ich weiß nicht, was ihr euch vorstellt dabei, aber ich muss auch ein bisschen auf meine finanzielle Lage gucken. Das geht nicht hier einfach so, ja? So, okay. Henry ist wieder back on track. Jetzt wollen wir mal kurz nochmal Männchen machen gehen. Guck mal, wir können ja noch tausend ein Spiel ausprobieren. Das ist ja Wahnsinn. Also das war so, ne? Das ist sitzen und das ist Männchen machen. Nee, das ist hinlegen. Hä, ist das dumm? Ich steh mal auf jetzt. Steh mal auf. Und mach Rolle kann er jetzt. Oh, Rolle, Alter. Erdbeerrolle oder was? Hä? Achso, ich muss erst hinlegen lassen. Okay, okay. So, und jetzt mach Rolle. Mach Rolle. Ja, und du bist ja total süß. Oh, du bist so ein kluger Hund. Auch wenn meine Katzen das nur auch so gut könnten. So, wobei, die können schon viel, ne? So, und jetzt? Da kannst du nicht auch eine ordentliche, kannst du nicht nach rechts rollen? Roll mal nach rechts, Bruder. Also er rollt ja von sich aus nach rechts. Roll mal von dir aus nach links. Ja, naja, gut. Was erwarte ich denn? Das ist halt nicht so clever, ne? So, stehe ich mal hin. Und dann machst du mal Männchen, Boy. So. Mach Männchen ist nicht möglich. Ich dachte, wir hätten Machmännchen freigeschaltet. Ich dachte, das wäre absolut schon der Fall. Ja, rough. Das kann ich ihm so einen Knochen geben. Wir sind jetzt einfach weg. Wir sind einfach nur weg. Ja, oh, so gibt er die Pfote. Das ist ja so süß. Setz dich mal hin. Heinrich sitzt. Und Pfote. Ja, das kann nun stehen. Er wird doch wohl im Sitzen Pfote geben können. Ist ja nicht so schwer, oder, Boy? Aber Männchen kann er nur, wenn er sitzt, okay? Nee, nicht mach Rolle. Männchen. Verbessert die Trickfähigkeit des Tieres. Ist doch zu dumm, oder was? Heinrich, du bist doch zu dumm, um Pfote zu geben. So siehst du gar nicht aus. Also ein bisschen dumm natürlich schon, aber das ist halt in der Natur des Hundes, ne? Ja, ich glaube, das reicht. Ich glaube, es ist eh gleich Feierabend, oder? Komm, wir gehen mal nach Hause. So, 17 Uhr ist ja schon. Was haben wir hier noch? Also super. Ah, können wir Fangen spielen? Der Klassiker. Nicht weiter, als ein Hund laufen möchte. Aber wirf nicht weiter, als ein Hund laufen. Okay. Das ist gut für Selbstvertrauen. Okay. Wo weiß ich denn, wie weit der Hund laufen möchte? Boah, bam. Bam, bam. Ja, süß. Ja, bring. Na los. Bring ich zurück. Hey, Heinrich. Bring mir meinen Ball wieder, sofort. Heinrich. Oh, bringst du mir meinen Ball wieder? Muss ich jetzt nach Hause gehen? Das war nix. Wir machen nochmal Fangen. Okay, ich werfe nicht weit, Heinrich, ja? Ja, der wirft immer mega weit. Was ist denn mit ihm los? Oder ist das seine... Komm her, ach so. Komm her. Oh, du bist ein Süßer. So, und jetzt? Hui. Fang's. Los, fang's doch endlich. Oh. Ja, ich hab schon wieder Hunger. Ich kenne dich doch nicht, wie oft ich dich denn noch verdammt am Tag. So, irgendwo reicht doch mal. Fordert mir ja schon die Haare vom Kopf. Sagt man doch, oder? Sagt man doch. Ich glaube, man sagt das. Tag zu Ende. Und er schläft da. Ach guck mal, heute kann ich nicht sagen, er schläft wenigstens und hat was getan dafür, für sein Geld, ja? Heute hat er zumindest ein bisschen was geleistet, der kleine Mann. Der kleine Heinrich Schmeinrich. So, und am nächsten Tag besuchen wir erstmal den Tierarzt. Ist jetzt fertig. Oh, endlich hat er mal auch gespeichert. Ja, ich meine erfolgreich, okay? Ciao. So, was sagt der Tierarzt?
Eigentlich ist es schmutzig und sollte gewaschen werden. Das für seine Gedanken kann ich doch nichts. So, warte mal, jetzt waschen wir ihn mal. Alter, bist du schmutzig. Wie hat das denn, wie ist das denn passiert? Das ist ja gestern beim Spiel passiert. Du hast doch nur so ein bisschen ein Männchen gemacht und so. Gut, er hat sich gewälzt, hat er sich auch. Aber ich gehe doch nicht mit ihm in den Matsch. Der war doch nur da, wo es auch trocken ist. Ne? Lass doch Heinrich nicht woanders sich, nicht woanders sich im Dreck suhlen. Sehe ich ja gar nicht ein. So, wo bist du noch nass? Oh boy. Auch langsam mal fertig sein hier. Ist immerhin schon 15 Uhr durch fast. Oh. Was hast du denn immer noch was? Zu bellen jetzt. Sei mal ruhig. Kann ich gleich selber abbürsten hier. Hey, da unten kommt auf einmal noch irgendwas raus. Hast du das gesehen, dass auf einmal aus dem Nichts ist da noch irgendwie Schaum hergekommen? Ja, ey, das dauert das so lange. Mann. Hey, hör mal auf jetzt. Bin ich schon fertig, Heinrich, ne? Jetzt bin ich fertig. Jetzt machst du wieder shiny, shiny. Ja, shiny, shiny Funkelstar. Das ist unser Heinrich, war. So, was sagt der Tierarzt dazu? Nein, ich, ist mundtum gesund. Ja, dann geht's raus im Park. So, ein bisschen Ball spielen haben wir beim letzten Mal schon geübt. Was ist das? Hindernislauf. Oh, das ist geil. Das kann ich noch nicht. Ah, ist noch zu dumm für sowas, ja. Verstehe schon. Verstehe schon. Und das hier? Das kann ich auch noch nicht. Der Editor, das geht auch noch nicht. Okay, komm, dann gucken wir mal, was rechts ist. Vielleicht können wir da noch irgendwo hin. Ansonsten sind die beiden Sachen, die wir da haben, auch noch. Können wir ein bisschen Bällchen noch werfen mit dem Kleinen? Wo geht's denn hier noch hin? Können wir den Ball spazieren gehen? Ach, das ist super. Zum Ententeich. So, komm, lass mal hier lang gehen. Heinrich, komm, wir gehen in den Wald. Ein Waldspaziergang? Ich kann doch keinen Waldspaziergang machen. Oh mein Gott, warum nicht? Das Spiel mobbt mich. Und? Farmwanderung geht auch noch nicht. Ah, ich glaube, ich muss Heinrich noch ein bisschen trainieren. Der ist ja noch nicht gut genug, ne? Er ist noch nicht clever genug. Oh, der Labyrinthweg, das wäre... Komm, und an den Ententeich. Ja, ich weiß, ich muss, kann er nicht. Ja, komm, geh. Geh runter. Und dann schauen wir mal, ob der Ententeich funktioniert. Aber ich fürchte auch nicht. Seewanderung. Oh. Solange keine Seelenwanderung macht, ist mir alles recht. Ne? So, dann komm. Aber dann kicken wir uns das hier nochmal an, mein Dickerchen. Ja, dann wollen wir noch ein bisschen Heinrich trainieren. Und lass ihn noch ein bisschen Bällchen schmeißen und noch ein paar Figuren lernen. Kann er schon alles mehr, ne? So, Männchen kann er noch nicht, ne? So ein bisschen zu doof. Das hier ist Männchen, ne? So. Mach Rolle. Ja, genau. Jetzt machst du erstmal Sitz. Ne? Jetzt machst du erstmal Platz. So, jetzt machst du erstmal Rolle. Ne? Frühlingsrolle. Mach die Frühlingsrolle. Ja. Oh, du Süßer. So, dann stehst du wieder auf. Und jetzt machst du mal laut. Ruff. Ah, du bist so gut. Und jetzt kannst du auch Männchen machen. Ah, guck mal, Männchen ist freigeschaltet. Gott, es ist wirklich ein großer. Wie ein großer. Hey Teddy, kannst du auch Männchen machen? Ja, Teddy kann Männchen machen, das ist kein Problem. Er weiß nur nicht, dass er Männchen macht. So, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, meine lieben Freunde. Wenn es wieder heißt, Heinrich macht krasse Abenteuer, und dann gucken wir mal, was wir dem kleinen Lumpi noch alles beibringen können, ne? Bis dahin, Ohren steif halten und so. Tschaußen. Bis dann. Tschüss.